benutzt haben auf allen Waffen. Ja, weg mit dem Scheiß. Brauchen das. Blauer Meteorit. Ein Stück eines blauen Meteorits, aus dem ein Schmied ein Schwert schmieden könnte. Ihr braucht 3 Meteoritenteile. Ja, rein theoretisch können wir das auch behalten. Oh komm, wir lassen es einfach. So. Den Blitzableiter haben wir also schon mal. Und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt auch wieder zu den Sümpfen. Was ist eigentlich hier? Ist da irgendwas? Wir gehen dann jetzt auch wieder zu den Sümpfen und gucken uns dort einfach mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir da noch irgendwie einen Sephiroth und der Fährmann hat ja auch gemeint, da gibt es noch jemanden, der eine Aufgabe für uns hat. Wenn wir dem Weg nach Süden folgen oder so. Ne, nach Süden kann eigentlich nicht sein, oder? Wir waren doch im Süden. Müsste eigentlich im Norden sein, oder? Wir waren doch unten auf der Map, glaube ich. Also im Süden, logischerweise. Naja, werden wir gleich sehen. Wir düsen jetzt erstmal im Sauseschritt zum Fährmann. Da unten geht er auch schon, die Hafenhure. Den lassen wir in Ruhe. Wo ist eigentlich Leuwarden? Vielleicht können wir mit dem noch irgendwas reden. Also, quatschen wir den mal an. Ja? Nein. Lebt wohl. Geht nicht, dann lassen wir das auch. Aber mit dem Fährmann können wir auf jeden Fall quatschen. Also, komm her, Fährmann. Bringt mich auf die Zeit. Bla bla bla. 5 Orens. Kannst. Ja, sicher doch. Auf geht's. Und das können wir auch überspringen. Die Szene haben wir ja schon gesehen. Und da sind wir auch schon beim Sumpf, beziehungsweise im Sumpf. Das ging schnell. Und ich mache jetzt an dieser Stelle auch mal einen Cut. Weil mir ist jetzt viel zu heiß. Ich muss jetzt erstmal fett was trinken gehen. Meine Fresse. So, ich gucke noch schnell mal auf der Map. Das Wasser scheint aufgewühlt. Druidenhain. Wie Druidenhain? Was soll man da? Was für Map ist denn das? Ah, dafür. Ja, siehst du, wir sind im Süden. Großväterchens Haus. Steingolem. Naja, speichere ich und das war's dann erstmal wieder mit Let's Play The Witcher, beziehungsweise weiß ja nicht, ob es Ende vom Part ist. Naja, ich mache jetzt auf jeden Fall einen Cut. Und weiter geht's nach diesem super mega awesome fett geil Cut. So, meine Damen und Herren, wir suchen die Sephiroth. Ja, ich weiß noch von 2 Sephiroth, wo sie sind. Beziehungsweise einen bekommt man als Questbelohnung. Für welche Quest sage ich jetzt nicht und von wem. Und einer ist irgendwo im Sumpf, in der Höhle, das weiß ich auch noch. Ich weiß jetzt nur nicht genau wo, aber ich würde sagen, wir checken einfach mal die kompletten Sumpf ab, die komplette Map hier. Und dann schauen wir, wenn wir schon irgendwann diesen Sephiroth finden. Der dürfte ja in irgendeiner Höhle sein. Ja, vielen Dank an die LKWs, die mit 100 km/h hier durchfahren, Alter. Ist laut wie ein Schwein. So. Der Trunkene ist tot und ich check da mal hier unten den Rest ab. Also, dann hätten wir da schon mal alles. Wenn wir den Süden schon mal komplett abgegrast, weil hier unten wird es ja nicht mehr weit runtergehen. Und zwischendrin so kann es ja nicht sein, das ist ja nur Wasser. Das kann ja keine Höhle sein. Kommen die zu mir? Ja, die kommen zu mir. Also fertig machen für den Kampf. Und zwar im Gruppenkampfstil. Jetzt weichen die hier aus. Das ist blöd. Manchmal funktioniert der Gruppenkampfstil einfach nicht. 100 Gegner um mich rum. Weil eigentlich soll der Gruppenkampfstil eben nur funktionieren, wenn auch wirklich eine Gruppe da ist. Und nicht, wenn man gegen einen einzigen kämpft, aber manchmal funktioniert das irgendwie nicht richtig. So. Und jetzt haben die uns, ja, jetzt haben die mir halbe Leben hier weggeballert. Die scheiß Wichser. Na gut, ich kann es auch nicht ändern. Ist eben ab und zu mal, ist der Gruppenmodus so ein bisschen verbuggt. So, wir nehmen jetzt wieder alles mit.
Ich glaube, die Zunge eines Ertrunkenen hier, das brauchen wir doch auch für die eine... Für die eine Quest, für diese Ertrunkenen-Quest. Da haben wir jetzt mittlerweile mal ein paar von. Wenn man hier einmal durch den Sumpf stapft, dann hat man da genug für die Quest automatisch. Straße durch den Wald. Ertrunkene Tote. Ein Höhleneingang. What the fuck? Scheiß Wichsvieh, ey. Und ich habe kaum noch Leben, aber erstmal den starken Kampfstil reinhauen. Ich glaube, dann sind sie ja, dann gehen sie schneller. Und dann, ja, die killt uns nicht. Haben wir die weggewichst, ey. Scheiß Rankenarschfieder. Ich hasse die Viecher. Weißt du, noch einmal bin ich durch den Sumpf gelaufen, da ist so ein Vieh gekommen, ich will ich nicht kämpfen, kein Bock. Hallo? Das lässt gar nichts fallen. Ja. Gehen wir mal rein in die Höhle. Vielleicht ist das sogar die Höhle. Das wäre natürlich super, mega krass awesome. Ich bin jetzt einfach nur da runtergerannt, dass wir den Süden fertig haben. Ja, weiß ich noch, da bin ich durch den Sumpf gelaufen und dann kam so ein Vieh raus, habe ich gedacht, oh, kein Bock zu kämpfen, weitergelaufen, kam noch so ein Vieh raus, weitergelaufen, noch so ein Vieh, das sind ja Fernkämpfe und dann bam, 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 war ich tot, ey, total behindert. So, der Wolf ist auch tot, aber da hinten kommt auch schon der Nächste, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, da kommt schon der Nächste und ich check gerade nicht, so, Waffe rausnehmen, gerade die Taste nicht gefunden, das normal rauszunehmen, kein Plan, wo die ist. Schnetzeln wir uns mal durch die Höhle und hoffen, dass das die Höhle ist, bei der wir... Quatsch, in der wir diesen Sephiroth finden. Gut, ich bin mir jetzt auch nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, das war ein Sephiroth, den ich da ewig nicht gefunden hatte und dann war der in der Höhle. Ich glaube, das war so. Mit den LKWs hier, die man ab und zu mal hört... Also, ich weiß jetzt nicht, ob man die im Video hört, aber ich gehe mal stark davon aus, weil die so laut hier vorbeifahren im Haus. Und ich eben das Fenster knallweit offen habe, weil es hier brutal heiß ist. Naja, die nerven auch nachts. Dann liege ich im Bett, hab das Fenster auf, weil im Moment ja so arschscheiße heiß ist. Und dann fährt da so ein LKW vorbei, schneller als auf der Autobahn. Und, ist jetzt da hinten noch irgendwo hin, ja. Und dann ist immer schwer, da einzupennen. Ach, da war ich ja gerade. Was mache ich denn hier für einen Kack? Dann geht's da hinten weiter. So. Wird betreten. Korridor. Ich könnte auch irgendwie mal die Fackel auspacken, ne? Was meint ihr? Oh, wie geht denn das? Ui! Das sieht mir sehr nach einem... nach einem Geist aus. Bäm! Also das sind Geister in The Witcher. Die heißen ja Erscheinungen, aber es sind Geister, also dasselbe. So, den hätten wir gekillt. Kreis der hängenden Steine ist da vorne. Und hier ist ein Sarkophag. Nice, da ist er drin. Na, sehr schön. Abgesehen von insgesamt... 10, 24 Orans. Zwei Waffen, die wir nicht mitnehmen können. Oder doch, das können wir mitnehmen. Haben wir hier auch noch ein Sephiroth gefunden. Sehr schön. Ah, nice. Da hätten wir schon mal ein Sephiroth mehr. Und das hier, meine Damen und Herren, dürfte ein neuer... Wie heißt es? Zeichen, genau. Zeichen heißen die Dinger. Das dürfte ein neues Zeichen gewesen sein. Ich setze die Zeichen viel zu wenig ein. Das gibt's gar nicht. So, erstmal Kuppenkampfstil. Nicht, dass mich die Wölfe jetzt ficken. Das war blöd. Aber man kann die Zeichen ja auch nicht unbegrenzt einsetzen. Braucht jetzt hier in diesem Kampf auch unbedingt nicht so unbedingt. Wir, also bisher sowieso. Bisher habe ich es ja nicht wirklich gebraucht. Das dürfte aber ein neuer sein. Art und Igni können wir. Art ist dieser, den ich jetzt gerade gemacht habe. Dieser Luftstoß und Igni ist quasi Feuerball. Ja, okay. Er kommt erstmal nicht drauf klar. Und jetzt kommt natürlich der Wolf. Na super. In den schnellen Kampfstil bitte. So, dann machen wir den fertig und danach gucke ich mal, wie ich das die Scheiße da aktiviert kriege. Ist ja mal blöd, der kriegt das irgendwie nicht geschissen hier. So, aber zuerst warten wir noch, wir haben ja Zeit. Und da sammeln wir hier die Überreste ein. So, und jetzt... Ah, sehr schön! Quen! Ah, Quen ist ein Schutzschild. Ihr habt das defensive Zeichen Quen erlernt. Dieses Zeichen blockiert Angriffe und schützt euch vor Schaden. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmleiste. Rechtsklickt, um die Zauber zu wirken. Tipp.
Gwen verschwindet, wenn ihr ein anderes Zeichen wirkt oder einen Gegner angreift. Man verwendet es am besten, um sich Zeit zu verschaffen, damit man im Kampf Tränke zu sich nehmen kann. Ui, noch ein Wolf. Aber wie ihr ja wisst, wenn ihr das Let's Play, wenn das jetzt nicht der erste Part ist, den ihr guckt, ich setze so gut wie keine Tränke ein, also eigentlich gar keine. Das ist mir erst zu viel. So, bam, 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 Motherfucker. Wichsen wir den hier weg mit der Combo. So, eigentlich können wir zurückgehen. Sephiroth haben wir ja, aber ich gucke mich mal hier noch um. Vielleicht die Pilze nehme ich nicht mit. Kein Bock zu, ey. Gibt's ja gar nicht. Wie viele Wölfe sind denn hier? Gucken wir den noch. Ah, zu viel geklickt. So, bada bam. Oh, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt verkacke ich hier die ganze Zeit die Combo. Ich glaube, es geht los. Hier geht's nirgends hin. Schwert können wir wegstecken. Kann man da auch kommen. Auf die Überreste pfeife ich jetzt. Oder sind wir jetzt wieder am Anfang oder was? Ah, okay. Da ist der zugeschüttete. Gut. Ja, die Pilze. Weiß nicht. Brauche ich eigentlich nicht. Wo kommt denn der her? Hier ist ein Nest. Das gibt's doch nicht. Der alte Cheater. Alle Wölfe tot, aber es kommt trotzdem noch einer. Das ist ja hier der Wahnsinn. So, Schwert weg. Und wieder zurück. So, Fran Sarkophag. Gut, da ist jetzt noch die eine Waffe drin, aber die brauchen wir ja nicht. Und den Sephiroth, das war das Wichtigste, den haben wir. Also dürfen wir jetzt insgesamt 4 haben, wenn ich nicht irre. Und ja, wie gesagt, den fünften kriegen wir, wenn wir irgendeine Hauptquest fertig machen. Ja, ja, ich sage einfach nicht, welches ist. Ich weiß es aber noch. Von wem wir die kriegen. Beziehungsweise, ja, questmäßig weiß ich gar nicht, welche Quest es ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, von wem wir die kriegen. Also gehe ich mal davon aus. Ach nee, da unten. Oh, sieh meine an, da unten geht's noch weiter. Ich dachte, hier wäre Ende Gelände. Aber hier geht's noch weiter. Im Sumpf. Also würde ich sagen, erkunden wir das jetzt auch mal. No, nein, no. Ich will nicht. Auch wenn ich ja, wie gesagt, in The Witcher, in diesem Let's Play... Oh, hier ist die Stelle. Bam, 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 ey. Alter, das sind einfach nur 100 Leute. In The Witcher 1 und auch in The Witcher 2. Das werde ich ja danach nochmal spielen, Let's Playen. Werde ich nicht so viel erkunden. Aber in The Witcher 3 dann. Da geht's dann ab, die Lucifer. Da werde ich dann alles erkunden, was geht. So. Ja, super. Jetzt ist der Ertrunkene da ja immer noch lebendig. Na, verdammter Scheiß. So, jetzt dürfte aber eigentlich tot sein. Also gehe ich auf den starken Kampfstil und dann haben wir es ja überlebt. Trotz mehrerer Ertrunkener und... Oh, hast du nicht gesehen? So, die Viecher lassen gar nichts fallen hier, die zwei Wichser da. Oh doch, er schon. Und du? Nee, der nicht. Da hinten ist Nieswurz, muss man niesen. So, ich glaube hier nach links können wir aber gar nicht mehr laufen, nee. Da geht's nicht lang, weil durch die Büsche da kommen wir nicht durch. Das ist ja in der Witcher 1 so gemacht. Siehst du, da kann man nicht durchlaufen. Holzfällersumpf, oh! Ah, dann ist es doch im Süden. Ah, okay, hier ist jetzt auch Jaren Bolt, habe ich gerade schon gesehen. Der hat ja anscheinend eine Aufgabe für uns. Da, ja, das... Oh, ist sogar ein Zwerg hier. Sieh mal an, du. Wer seid ihr? Geralt der Hexer. Ein Freund. Mal sehen. Und ihr? Jaren. Ich spreche für die Holzfäller. Können wir reden? Sprecht. Habt ihr wohl Arbeit für einen Hexer? Es ist zwar nicht ungefährlich, aber die Bestien lassen uns in Frieden. Also nichts. Vielleicht. Für jemanden, der gern Risiken eingeht. Ich bin ganz Ohr. Die Büschelkrautpflanze müsste gerade im Sumpf blühen. Soweit ich weiß, ist sie recht wertvoll. Die Droge, die man aus ihr herstellt, ist es. Pflückt ein paar Blüten, daran könnten wir beide verdienen. Ich soll durch den Schlamm warten und allen Gefahren trotzen, aber den Gewinn teilen wir? Ihr wisst nicht, wie Büschelkraut aussieht. Oder wo man ihn verkaufen kann. Ja, okay. Oder?
Naja, eigentlich ist das... Nee, komm, das machen wir nicht. Wir sind hier moralisch, das machen wir nicht. Ich will mit diesem Zeug nichts zu tun haben. Sprecht! Weil daraus wird natürlich Fistek gemacht. Seid ihr für das Holzfällen verantwortlich? Nein, wir verscheuchen Spechte! Natürlich sind wir dafür verantwortlich. Wir sind Holzfäller. Abgesehen davon ist er alles andere als sympathisch, wie ich finde. Arbeitet ihr für eure eigene Börse oder für jemand anderen? Wir arbeiten unabhängig, erhalten jedoch auch Aufträge von Kaufleuten wie Leuwarden. Damit haben wir wochenlang zu tun und verdienen anständig.